von 1980 bis 2003 Professor für Entwerfen an der TU Braunschweig. Er studierte Architektur an der Universität Stuttgart. Seit 2009 ist er Mitglied im Lichtungsbeirat der Kulturhauptstadt Europas. Sein Sonderthema und Vertiefungsgebiet sind Licht, Farbe und Klang als Medien der Architektur. In seiner Vita hervorzuheben sind zahlreiche Forschungsprojekte im In- und Ausland und seine vielfältigen Tätigkeiten als Kurator, Juror und Vortragender bei Symposien, unter anderem in Nepal, Algerien, Oman, in Mexiko, Japan, Frankreich, in den USA, in Bosnien und Schweden. In den Jahren 1998 bis 2000 war der Dauer für die Konzeption des Lichtparcours 2000 der Stadt Braunschweig zuständig. Seine Forschungs- und Lehrtätigkeit ist begleitet von zahlreichen Projektpublikationen sowie Buch- und Zeitschriften-Essays zu architekturtheoretischen Themen. Aktuell konzentriert sich der Dauer auf Outdoor-Raumgestaltung und urbane Lichtkonzeption. Einige Bilder seines heutigen Vortrags konnte ich mir bereits anschauen. Nun bin ich gespannt, Gerhard, dass du uns heute mit auf den Weg gibst. Hier wird die Bühne. Vielen Dank. Und der Letzte hat immer das Problem, dass vieles schon gesagt hat, auch in seinem Vortrag hätte vorkommen können. Und dieser Vortrag wird jetzt also auch schon, weil ich die Zeit drücken möchte, in vielen Erwähnungen bestehen, von denen Sie aber bereits etwas wissen. Insofern ist dieser Crashkurs über Lichtkunst heute ja eigentlich ganz nützlich, gerade in seinen Wiederholungen. Ich bin davon gar nicht gestört. Und die Vertiefungen, die ich jetzt vorher erfahren habe, haben mir sogar, haben mich sehr erregt. Sie waren großartig, auch für mich als Lehrstoff. Immerhin ist die Annäherung an das Thema bei mir eine andere. Also Sie sehen ähnliche Dinge, aber unter einem Aspekt, denn ich bin weder Künstler selbst noch Theoretiker oder gar Philosoph, sondern eher vom Making-of der Kunst, der Lichtkunst nahegekommen. Ich bin also Architekt, Designer und da möchte ich, werde das später nochmal erwähnen, habe ich mit der Herstellung, mit dem Herstellungsprozess von Kunstwerken zu tun, also sozusagen mit der rauen Wirklichkeit und mit ihren prekären Problemen, die aber auch wiederum zu Nachdenklichkeiten anregen. Kurzum, ein neuer Aspekt eines anderen Machers. Auch ich hätte gerne, kann ich mich abkürzen, dass im Grunde jede Kunst Lichtkunst ist, indem sie aus dem Sehprozess überhaupt erst zu uns kommt und dass ja optische Wirkung des, der Farbe und des Schattens praktisch Lichtwirkungen sind, ebenso wie das Sehen von der skulpturalen Formen. Freilich tun wir dies, also diese Wahrnehmung passiv gewissermaßen, denn die Werke reflektieren das Licht ja nur. Sie sind sonnenabhängig oder tageslichtabhängig. Erst die technische Beleuchtung vom Feuer bis zum Laserlicht macht unsere Bauwerke, ich spreche jetzt natürlich auch von den architektonischen Erscheinungen, zu aktiven Laternen, macht auch eine Art nachtaktive Kunst überhaupt erst möglich. Die Künstler selbst, die erst seit jüngster Zeit hat sich ja der Begriff Lichtkunst wirklich eingebürgert, ungeübt von den Protagonisten selbst, denn sagen wir mal, der möchte als Ölkünstler bezeichnet werden, also eine Materie zum Präfix einer Kunstrichtung zu machen, ist schon mal bedenklich, also darüber nicht viel mehr. Nochmal zurück zu der Tageslicht-Kunstlicht-Referenz. Auch die ganze Kunst- und Architekturgeschichte ist ja
ja im Tageslicht dargestellt und wird nach wie vor rezipiert als ein Tageserscheinung. Und seine eigene Profession, die Architekt, ist eigentlich geübt darin, blumig und wolkig, vor allem über die Bedeutung des Lichts in der Architektur zu sprechen, nicht inbegriffen. Aber Sie dürfen ihn kein zweites Mal fragen, wo er denn seinen Lichtentwurf oder gar seine Nachtansicht der Gebäude entworfen hat. Jüngst kommt das vor, aber nach wie vor unterrepräsentiert in jeder Ausbildung. Ich selbst habe in meiner Ausbildung keine einzige Nachtstadt gesehen. Was sehen wir eigentlich hier? Jetzt muss ich erst mal üben, welcher Knopf? Der Pfeil. Achso. Ja, das sollte diese einleitenden Worte eigentlich illustrieren. Ich würde so nicht eigentlich mit dir sprechen, sondern einen eigenen Faden, den ich ja jetzt ohnehin etwas kürzen und improvisieren muss, mit Dias eher illuminieren als belegen. Trotzdem haben sie manchmal auch einen Bezug zu meinem Vortrag. Ja, dieses Nachtbild also, hier sehen wir eins von der frühen Projektion von natürlich Karaman, der mit Dani Karaman über Florenz. Hat mir zu denken gegeben, weil, wie gesagt, die Herkunft von Licht und Architektur zu wenig belegt war durch die Architektur selbst in ihrer Rezeption, in ihrer Geschichte. Und deswegen waren andere, sagen wir, Lehrbeispiele oder Lehrwerkstunden des Lichts für mich interessant oder notwendig geworden. Ja, wir sind gewohnt, also wie gesagt, kein Nachtbild unserer Architektur zu entwickeln oder gar zu realisieren. Dagegen ist die Lehrwerkstatt Nummer 1 und unbestritten die wichtigste die Theaterbühne, wo ja, so wie gerade eben auch, und das Schauspiel des Lichts, das wir dann wieder nacherleben sollen als die Natur des Lichts, da schon gesprochen. Also ich bin sehr dankbar für diese profunde andere Darstellung, aber es ist ja hier dasselbe, denn die Bühne hauptsächlich ist eine Lehrwerkstatt der Simulation sowohl des Tages als auch des Kunstlichts. Nicht unerwähnt will ich lassen, dass die Instrumente dieser Simulation praktisch aus der Kriegskunst stammen, wo die waren, die Forschungsmittel seit dem griechischen Feuer bis zur Laserkanone so üblich, dass man nicht dort die wirklichen technischen und elektronischen Mittel erfunden hätte. Hier ist es so der erste Lichtbogen, Flachscheinwerfer-Geschichte oder all die wichtigen Erfindungen kommen von dort, werden dann aber, so wie gesagt, auf der Bühne zivilisiert und in den unseren Gebrauch überführt. Das nur als Nebenbemerkung. Da haben wir Klingen oder die Höhepunkte von Pink Floyd. Wir sind immer noch bei der Frage nach den Lehrwerkstätten der Nachtbilder und natürlich auch insbesondere der elektrischen Nacht, die erst seit 100 Jahren so richtig anzieht. Und eine der weiteren Lehrwerkstätten sind alle diese innovativen Showgeschäfte aller Zeiten schon gewesen. Die Jahrmärkte und die Nachfolger in den Weltausstellungen, die ich jetzt hier nur zitiere, das ist bereits ein selbstleuchtendes Gebäude von 34 in Chicago oder nochmal 85, ein praktisches Arsenal, alle Osaka, die Weltausstellungen, aller Lichtleistungen. Wir haben vorhin schon die berühmten 1800er, ich muss da auch nochmal drauf zurückgehen, Weltausstellungen gesehen. Vierte Lehrwerkstatt, die Feuerriten.
unschwer sind die Lightshows der Feuerwerksgeschichten, also Lichtfeste, religiöser oder imperialer von so zu den Animationen der Nachtschwärmerei und schließlich auch des Nachtlebens geworden. Allein die Illuminationsgeschichte des Eiffelturms hat Paris schon so viel Lumière gemacht, als dass es ein Alleinstellungsmerkmal bekommen hat, was heute viele Gemeinwesen versuchen, mit Lichtereignissen mal wieder die Ersten zu sein, aber das ist natürlich auch ein hohes Ding. Fünftes, Werk der Lichterfindungen sind die Werbungen jederzeit. Ich weiß gar nicht, ob dieses Bild, es stand angeblich in den 1930er Jahren schon getürkt ist, aber immerhin ist der Versuch, die Werbe gigantisch und monumental zu machen, hier schön darzustellen. Von den Pionierleistungen der Lichtwerbemetropolen haben wir auch schon gehört und ich führe sie hier nur nochmal an. Was zuerst in Paris, Pigalle und später in New York und noch später in Japan, also hier sichtbar war, ist im Grunde eine aggressive Form von Lichtern gewesen, die von unseren Architekturreisenden, also der 20er Jahre, die zurückkamen aus diesen Städten, mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung rezipiert wurden. Und jetzt eine Frage, wie die Künstler eigentlich, ich spreche jetzt von ganz außerkünstlerischen Erscheinungsformen, die den Künsten vorangehen, eigentlich reagiert haben. Zunächst mal als in einer Form von Fasziniertsein, so wie Lacroix oder auch Dussel-Dreck. Und sehr schön, in dieser Wiederholung, jetzt das dritte Mal, wird dieser Sonderfall Fuller, die auch auf der Weltausstellung 1900, glaube ich, auftrat und dort viel mehr Erfolg hatte als jede andere Ausstellungserscheinung, hier auch unser Mann Dussel-Dreck mindestens angeregt hat, dieses Phänomen wahrzunehmen und nicht mehr abzutun in die Kitschwelt. Hier auch nochmal ein schönes Foto aus der nächsten Zeit. Sie ließen sich inspirieren, aber haben selbst die Materie oder das Medium noch nicht in einer konkreten Weise eingesetzt, wie wir es dann noch sehen werden. Denn die Summe, also wenn man könnte sagen, Louis Fuller repräsentiert hier die schon genannte Mischung aus Licht, Farbe, Klang, Bewegung, all das, was auch im Grunde hier nichts anderes war in seiner Wirkung und in seiner Popularität. Denn seit den 20er Jahren ist ja dieses Las Vegas praktisch auch zu einem Erfolgsmodell des Stadtbildes geworden. Zunächst apostrophiert natürlich als Muster des schlechten Geschmacks und als Hauptstadt des Kitschs. Aber die Ingredienzen sind bekannt. Kunstlicht, innovativ, jetzt überblätter ich ein was, waren selbstverständlich auch die Lehrwerkstätten des Bauhauses, die immerhin von den 20er bis in die 30er dem Licht eine eigene Bedeutung zubilligten oder es gar hier wenigstens rezeptiv bei Naugabor es auch zusammen mit der Kinetik der Skulptur zumuteten. Denn das war ja eine Zumutung an die autonome Skulptur, dass sie plötzlich einen Strohkabel hatte,
Fatales oder einen Elektromotor verbarg. Aber wie gesagt, diese Erscheinungen waren Inhalte der Bauhaus-Experimente vorher, bevor wir die amerikanische oder sonstige Kunstgeschichte kennen. Also wurden schon genannt, Richard Mack, Woodman und der überragende, geniale Laszlo Moinard, den ich auch schon immer als den absoluten Pionier verschiedenster Weisen in meinen Vorträgen benutze. Hier hat er eine Partitur gezeichnet, einer Arbeit, die wir schon kennen und die mir so viel wert war, dass ich aus den Fotos oder dass wir aus den Fotos zusammen mit Studenten der HBK Braunschweig dieses verlorene Werk versucht haben zu rekonstruieren und auch seine Stimmung, die ich jetzt brauche ich mit der Motion. Bitte? Jetzt, Sie haben mir eine Motion versprochen. So, so ist das? Ja, so, ja, ja, das müssen wir abfahren. Nein, nein. Das ist jetzt. Wir beide haben das leider nicht besprochen. Ich glaube, der andere kommt. Ich habe es gerade noch nicht in Bewegung gesehen, aber. Der andere Computer, Herr Strauß. Ist? Also, naja, wir wollen uns damit nicht viel Zeit betreiben. Es war jedenfalls. Ja, sorry, der ist nach Hause gegangen. Meine Begegnung mit dem Beckenbau. Diesmal als Helfer eine Rekonstruktion. Um das mal mit einer persönlichen Fußnote zu versehen. Ich habe auch nochmal natürlich Bergerick, das hat sich also bewegt und wir haben die Theatralik dieser Arbeit, die Marwan Deutscher ein Bühnenrequisit genannt hat, also gar nicht die, besser gesagt, also nicht die Eigenwirkung selbst, sondern die Projektionen, die von ihm ausgegangen sind und einen ganzen Raum ergriffen haben, als Teil dieses Werkes apostrophiert hat, womit er auch die raumgreifende Dimension und alle die Dinge dieser frühen, ja, allzu frühen Schreiben genannt hat oder experimentiert hat. Ich habe es sei noch erwähnt oder war auch schon erwähnt, ich brauche das gar nicht zu wiederholen, dass der also zum ersten Mal nachweislich eine Neonfigur produziert hat. Hier kann ich nicht alles mit kurz halten. Was in den Räumen des Bauhauses gediehen ist, war eine Sache, was in der Öffentlichkeit der Ausstellungen und der Scheinwerfer-Einsätze sich stattgefunden hat, war eine andere. Wir haben sie schon gesehen in den Werken, die nicht etwa von den Nazis erfunden wurden, das sei ja nur gesagt, sondern viel früher hier die italienische Ausstellung zur Arbeiter- und Industriekultur und dann nächstes Mal alle Gewohnheiten. Hier Mussolinis Besuch, 37, und erst zuletzt in dieser pathetischen Form, die aber immerhin, das muss man gestehen, zum Hit der repräsentativen Lichtstimmungen weiterentwickelt wurde. Auch pathetisch, ja, Lichtdom addiert, die den Flakscheinwerfer, hier ist er nochmal voller Tätigkeit zu Höchstleistungen in der Stimmung und der öffentlichen Ausstellungslandschaft machte. Paris 36 wurde dann die Weltausstellung wieder buchstäblich zu einem Scheinwerferwettbewerb zwischen Siemens, Osram und EDF, also den die Deutschen mit Abstand gewannen. Okay, während auch da wurde vorhin schon eine Erwähnung als Fußnote genannt, die merkwürdige Zurückhaltung der deutschen Künstler gegenüber all diesen Erscheinungen.
sieht ja fast aus, als hätten die Bauhaus-Ideen in Amerika weitergewirkt und als hätte es sich auf jeden Fall in diesen Anwendungen von Flak-Scheinwerfern oder anderen Scheinwerfer-Monumenten, werden die Deutschen da, während andere sehr wohl diesen Scheinwerfer sofort nach dem Krieg in ihren Lichtwesten wieder benutzt haben, die französischen, die italienischen, die englischen großen Ereignisse, war bis in die 90er Jahre in Deutschland der Scheinwerfer tabuisiert. Hier eine schüchterne Wiederverwendung 1999 auf dem alte Ruhmberg. Kurzum, man hat den Eindruck, dass diese Entnazifizierung bei uns eine Verzögerung erzielt hat oder verursacht hat. Zur Fußnote gehört eigentlich auch noch, dass, das kann ich jetzt wirklich raffen, dass diese Verspätung praktisch vorweggenommen hat, dass in anderen Regionen, also nicht nur in Amerika, sondern auch in Italien, in Frankreich, nicht Arbeiten bekannt wurden, hier von Taten. Die Fontana-Arbeit habe ich schon gesehen, die war, ich glaube, 51 oder 51 sein. Yves Klein mit seinen Feuerarbeiten 59, Kurzhut war auch schon erwähnt in den frühen 60ern, so wie Mario Mehrens. Alles von den 60, Bruce Naumann haben wir schon gesehen. 66 in Rom, James Burrell, sind nicht immer die ersten Arbeiten, deswegen sind sie auch zum Beispiel das erst in 67 Arbeit ausgewählt, Ted Flamen, wie gewöhnlich, 69, Richard Serra, Christer, Nicholas Sommi, Christer und schließlich dieser. Die berühmte Ausstellung bereits gewürdigten Deutschen. Ein wenig gehört noch zu dieser ersten Serie der Protagonisten, wie Plessy oder Morvalier schließlich. Und Sie als Kunsthistorikerin würden mir wahrscheinlich recht geben, dass man an zwei Enden etwa schon die wirklichen Pioniere also aufzählen kann man es nicht mehr wahren, die damit experimentiert haben, wie auch erst relativ spät zu einer Berühmtheit gekommen sind. Aufgefallen ist Ihnen vielleicht in dieser Sammlung oder auch in den vorhergehenden, dass diese Genealogie hauptsächlich indoor in Arbeiten zeigt. Kein einziges Werk aus dem Freiraum, vielleicht außer dem ersten von deinen Kameraden, also vom öffentlichen Raum, ist in dieser Stadtlichtzeit entstanden. In Stadtlicht war ja einfach nur Straßenbeleuchtung, ich sehe es jetzt wieder von dem Urban Designer her. Und es sah für Verkehrsplaner, Elektroingenieure, plus Werbung natürlich, Werbebeschilderungen, privater Lichtsetzer, Sache der Light Designer und amtlicher Bestrahlung von Sehenswürdigkeit. Deswegen war es schon eine Sensation, oder mindestens eine Überraschung, eine erfreuliche Überraschung, dass in den 80er, in den frühen 80ern, ein Künstler Jan Kerzerian, Bretone, aufgefordert wurde, eine solche periphere Industriesilhouette, die Docks von Nanterre, mit einer künstlerisch gemeinten Lichtinstallation zu bespielen. Das Silhouette Jan Kerzerian ist heute seinen Ruf als einen der frühen Outdoor-Künstler, die sich überhaupt mit solchen Effekten, die vorher in Indoor-Arbeiten wurden, entwickelt und wurden
Namen gemacht hat. Was daran aufhört oder was ich jetzt daraus festhalten wollte, ist, dass im Grunde hier die Werke nicht mehr in einer Selbstdarstellung des Lichts oder ähnlicher Dinge, die wir heute gehört haben, benutzt werden, sondern einer Mobilisierung einer bisher missachteten Architektur oder Industrie, Silhouette dienen. Es fällt auf, dass auch die Zeit dieser Installationen in der Freiraum zusammenfällt mit der Inkubationszeit der sogenannten Postmoderne in der Architektur oder in den Stadtbildentwicklungen. Das heißt, praktisch parallel zu den Kinderjahren einer architektonischen Gehirnwäsche parallel läuft. Wir Architekten, ich darf es so sagen, waren ja noch indoktriniert aus unserer Ausbildung, Nachkriegsausbildung, von den Blättern der Abstraktion, wie es von der Burg, Robins und andere. Und erst die Spätmoderne hat Entrationalisierung ermöglicht, insbesondere eben die Frivolität der Pop-Art und der dekorative Ermunterung. Robert Venturi ist bekannt geworden durch eine Werbeschrift, wenn man sie so nennen will, eigentlich ein Pamphlet oder eine Art Appell an Architekten, die er nannte Learn from Las Vegas und hat damit parallel zur Pop-Art eine, die Architekten aufgefordert, lernt doch bitte von der Geschichte, dass es nicht nur weiße Würfel und gläserne Krippe gibt, sondern dass die Dekorationen, die Inszenierungen, spektakuläre Effekte, alles schon Kriterien von Architektur und auch von Künsten in der Vergangenheit waren. Und nicht selten werden ja auch heute über Christo, Kurz oder auch Eliasson in der keineswegs spektierlichen Weise in diese Künste der Dekoration ja, subsumiert. Erst also mit einer entfesselten urbanen Kunstlichtgestaltung, also erst in den 80ern, eben durch Urban Design, trat auch die das Elektrolicht, die Elektrolichtkunst aus den geschützten Wohnstätten der Galerien, Museen oder Sammlungen hinaus in die Freibühnen, als wäre diese Gattung erst einmal anerkannt und gereift worden, um sich in den viel risikoreichen Raum der Öffentlichkeit zu begeben. Risikoreich nicht nur aufgrund von Witterungs- oder Vandalismusgefahren, das ist hier sogar ein früher Terrain, sondern auch durch die Nähe zu den Las Vegas-Effekten, von denen ja die City-Nacht längst überhüllt war und wo die Kunstwerke sich buchstäblich nicht mehr den ausreichenden Dunkelraum verschaffen konnten. Es gab also genau in dieser Zeit zum ersten Mal auch die Frage von Städten, sollen wir nicht über das Design hinaus, was sich schon exklusiv ausgebreitet hatte, auch nicht Kunst etablieren? Und wenn, dann wo? Und wenn ja, dann mit welchen Künstlern? Hier nochmal, hier wieder eine persönliche Fußnote. In der Beantwortung solcher Fragen konnte jetzt selbst ein Architekt, der sich lange Zeit in seinem eigenen Lichtrepertoire befasst hatte, Antworten geben. Einmal für den Künstler selbst, der den Ingenieur braucht, um Lichtwürfel zum Schwimmen zu bringen oder eine Plastikbrücke zum Halten. Andererseits von den
Städten, die verzweifelt nach Orten suchen, wo man diese Werte überhaupt unterbringen kann, um sie erstens ausreichend zu leuchten, also in Dunkelräumen, die nicht mehr da waren, und zweitens ihnen auf diese Weise auch eine Art Popularität, es sind ja dann Veranstaltungen aus dem Repertoire der Sponsorships und dementsprechend der Stiftermentalität geworden. Also da habe ich dann einige Erfahrungen gesammelt, die ich aber jetzt nicht im Einzelnen hier vorstellen möchte. Die Zeit reicht nicht und ich glaube, es reicht zu sagen, dass es für mich vor allem ein Problem darin bestand, Städte, die diesen Wunsch hatten, mit einem Parcours oder mit einer irgendwie zusammenhängenden, aber doch dunklen Raumform zu entdecken, die es ermöglichte, den Werken einen wirklichen ausreichenden Dunkelraum, sprich Hintergrund zu geben, wo sie sich autonom etablieren konnten. Ich zähle nur mal auf, im Falle Paderborn zum Beispiel war das die Stadtmauer, deren Türme wir mit einzelnen Werken versehen haben. Im Fall Bochum war es eine Einhüllung durch eine Bahnlinie, die jeweils mit den Ausgangsstraßen Kreuzungen erzeugt und daraus so eine Brückenaufgabe entstand. Im Falle Braunschweig, ich nicht nur, weil es gerade erwähnt, dass vielleicht sogar meine bedeutendste Arbeit darin bestand, 24 Brücken mit einem eigentlich dunklen Flusslauf, den keiner so richtig kannte in der Stadt, so zu verbinden, dass jede Brücke von einem Lichtwerk bespielt war. Ja, und dadurch entstanden natürlich sehr viele Kontakte zu Künstlern, die dann wiederum meine Hilfe gerne in Anspruch nahmen, diese Werke zu konstruieren, weil die Witterungsbedingungen, wie schon gesagt, auch eine Art technische Fertigkeit verleihen. Naja, ich will diese Selbstdarstellung erstmal abbrechen und lieber eine Endphase meines Vortrags zu darstellen, dass ich jetzt Werke, die aus diesen Realisationen, diesen gemeinsamen Realisationen stammen, unkommentiert durchblättern, aber gleichzeitig, das habe ich mir ja schließlich vorgenommen, einige Schlussfolgerungen ziehen, die vielleicht auch zu diesem Kolloquium heute oder zu diesem Podiumsgespräch einige Thesen abgeben. Zum Beispiel erscheint es natürlich ganz selbstverständlich, dass auf der Suche nach den Outdoor-Künstlern weniger diejenigen, die klassischen Maler und Bildhauer zur Verfügung standen oder selbst sich beteiligen wollten, als vielmehr jene Land, in Wagner, Installationskünste oder die schon genannten Bühnengestalter oder Performer. Also alle jenen, die keine beweglichen, austauschbaren Objekte für den Kunstmarkt herstellen, sondern in situ, das heißt einen Standort, einen gegebenen Raum, einer Situation gegenüber sich artikulieren wollen. Auch wenn oft von denselben Verfassern geschaffen, ich will da einfach weiter, unterscheiden sich ja diese beiden Gattungen, Indoor, Outdoor, fast in extremer Weise und zu eigenen Werksgattungen. Dort, wenn ich es bedeute, haben wir ja einen solchen Museumsraum, sagen wir, dass mobile, oft multiple Objekt hier die einmalige und einzigartige Umsetzung. Dort der geschützte Raum einer Sammlung, beispielsweise hier Wetter- und Vandalismus gefährdete Zonen der Öffentlichkeit. Dort
die Freiwilligen, vor allem die interessierten Betrachter oder Kenner, hier ein Publikum des Zufalls, der Beiläufigkeit zumindest, womöglich ignorant, womöglich ablehnend. Dort der Markt regulierte Wert eines Artefakts. Hier eine Stiftung, also ein Geschenk an die Bürger oder Passanten. Dort der reservierte, isolierte und privilegierte Standort einer Ausstellung. Hier die Vielsprachigkeit, die störende Vielsprachigkeit konkurrierender Zeichen. Wo ist eigentlich das Kunstwerk? Ist an vielen Stellen zur Frage gekommen. Dort das selbstgewählte Sujet eines Künstlers, eines freien Künstlers, hier die Menge zur so geringschätzig geachteten Auftragsarbeit. Im Vergleich zu den klassischen Denkmalskünsten drängt sich geradezu auf. Alle Monumente in situ waren zu allen Zeiten ähnlich charakterisierbar. Sie erfüllten Zwecke der Memorierung oder eines Ereignisses. Sie erfüllten Aufgaben der Belehrung oder der Überzeugung und erfüllten also Aufträge, das heißt der Werbung für einen Stifter, Sponsor. Auch jede künstliche Kunst in situ nobilitiert ihren Standort, wenn man so will. Sie kann unscheinbares, unentdecktes, vernachlässigtes hervorheben, kann sich sogar noch in der Miniatur ein Monument darstellen. Auch in ihren gewissermaßen dienenden Rollen automatisiert sie jede Lichtsetzung oder ihren Raum oder ihren Gegenstand. Wobei jedoch Unterschiede, zuletzt jetzt noch genannt, zu traditioneller Monumentalität vielleicht noch interessanter und bemerkenswerter sind als die Ähnlichkeit. Bonus 1 des Lichtwerks ist eine Fragilität. Das heißt, eine begrenzte Lebenserwartung, seine elektroenergetische Abhängigkeit. Jedes Kind kann es ein- oder ausschalten. Vielleicht hat gerade diese verletzliche Immaterialität zur Folge, dass Bonus 2 kein Kunstwerk im öffentlichen Raum ähnlich erfolgreich ist, in die reine Schaulust zu befriedigen oder mindestens anzusprechen. Und einem größeren Publikum zustimmend rezipiert zu werden. Positives Vorurteil vielleicht, Bonus 3, ist ja unser angeborene Zustimmung zu Lichtspielen überhaupt. Trotz der längst zu beklagenden Pollution hört man bei solchen Werken selten, muss man ein bisschen zurück, selten dieses gefällt mir nicht. Und jedes Feuerwerk oder schimmt durch farbige oder bewegte Kunstlichter festlich. Man richtet Verschwendungsvorwürfe selten gegen Autobahnbeleuchter, eher gegen Autobahnbeleuchtungen, aber eigentlich nie gegen diese nächtliche Stadtbildpflege durch Emotionen, wie es so gerne heißt, die ja in der E-Kunst wieder zulässig sind. Ein allerletztes Beispiel, ich habe es aus einer Zeitung gerade erst mühsam kopiert, ist Lorenzo Lozano Hemmers, mexikanischer Szenograf, der schon
im Jahr 2000 die ganze Mexico City mit einer publikumsgesteuerten Scheinwerferillumination versehen hat. Er hat hier, pulst hier die Herzschläge von Triennale-Besuchern in Bochum über, also mal wieder eine Art Licht, eine Art flachgelegten Lichtdom. Kein Monument kann ich mir auch mehr zum Herzen gehen. Und Lorenzo Immer würde ich mal meinen, ist ein Meister aktueller Beteiligungsrhetorik. Noch zuletzt ein Bonus 5, der Lichtkunstsprache. Einerseits übertreffen sie in ihrer immateriellen Reichweite jedes baute Monument. Noch nie war das Riesigste so preiswert zu konstruieren. Andererseits bleibt diese Gigantografie ohne Drohgebärde, ohne autoritäre oder einschüchternde Gestik. Obwohl der Philosoph mit Edmund Burke sagen würde, sie alle Eigenschaften des sogenannten Erhabenen besitzt, galt eine Art unkörperliche Existenz bescheiden und defensiv. Welch? Welche Denkmalsidealtypus hier in New York, September ausprobiert, also Denkmalideal für diese Epoche der Friedfertigkeit? Damit auch, so sagen die Skeptiker, welch ein Musterfall der Kurzlebigkeit, der Oberflächlichkeit, welch eine Aufforderung zum Vergessen, zur Löschung von Geschichte. Wie kommt das jetzt? Habe ich mein allerletztes Ding schon? Sie haben es schon gesehen. Das letzte Bild, den ich noch schließen will, war mein persönliches Bekenntnis zu genau diesen Eigenschaften einer schwerelosen und heiteren Monumentalität, die hier von Morlier in einem Bau eingebrochene Geometrie, nämlich gerade jenes absehbare und programmierbare Vergehen. Vielen Dank.